Hi YouTube, wir gucken uns heute mal an die Phonybox. Ist ein Nachbau der Tonybox, die wahrscheinlich einige kennen. Und die basiert komplett auf einem Raspberry Pi und einem RFID-Laser, der dann mit solchen Buttons, RFID-Buttons, eingelesen werden kann oder bestückt werden kann. Oder auch so Schlüsselanhänger. Und natürlich genauso auch RFID-Karten, wie hier im Beispiel mit dem Minecraft-Hörbuch. Er liest die und die entsprechenden Stücke werden abgespielt, so wie hier. Verschiebt man es, liest das nochmal und hört es auf. Es fängt wieder an. Oder man kann es auch laufen lassen, weiterlaufen lassen, wenn man es einfach runternimmt. Die Statusanzeige vom Pi sieht man auf der Seite. Hinten ist das Ladekabel, rechts Power-Button, lauter leise. Und vorne eben für Play-Pause, ein Track weiter, ein Track zurück. Unten ist von der Powerbank die Statusanzeige, dass man sieht, ob die noch voll ist oder langsam zur Neige geht. Und in Aktion sieht das dann so aus. Gute Unterhaltung. Ah, jetzt. Der König der Löwen. Aus dem Amerikanischen von Anke Albrecht. Gelesen von Steffen Groth. auch keine Musik. Mensch, wo ist denn die Musik? Mufasa und Sarabi folgten ihm Das dicht. König der Löwen. Er hob seine Prat. Von Auch der keine Sängerin Musik. Machen wir nächstes. gespeist, erhob sich Mufasa groß Nochmal und ein anderes. dicht. Ja, das nochmal runter. So. Was ist das? Gummibären, oder? Muss erst das Gummibären runternehmen. Genau, runter. Ah. Der hat, glaube ich, wieder Pause. Musst du so ein bisschen verschieben. Welches wolltest du? Was haben wir denn? Brille, Shorts, Jersey, 30 Das? Grad. Bald Das? raus, nimm dich mit. Also ganz einfaches Bedienkonzept, so dass es im Prinzip auch eine Hör mal zu, Zweijährige vielleicht kennst du bedienen das. kann und da unglaublich viel Spaß dran hat. Weil es am Ende nur drei Buttons gibt. Mach mal Pause. Sehr gut. Ja. Und Zusätzlich gibt wieder es noch weiter. eine Web-App, die Sehr gut. den aktuellen Track anzeigt, der gespielt wird. Man sieht, welche Karten lesbar sind. Dazu kann man die ID der Karte sehen, hier markiert, wie sie dem jeweiligen Stück zugeordnet ist oder dem jeweiligen Link und kann auch gleich in die Unterordner reingucken mit den einzelnen Dateien. Kann dann auch zusätzlich noch bei den Einstellungen mit der Lautstärke spielen, alles über die Web-App, kann einen Sleeping-Timer einstellen, kann neue Karten registrieren, die noch leer sind. Er zeigt dann direkt die Nummer an und man kann dann entsprechend Dateien hochladen und kann auch Spotify-Links oder Spotify-Playlisten direkt verknüpfen. Also sehr, sehr einfach. Und alles über Web-App, auch mobil vom Smartphone. Das ist die Webseite dazu, die passende. Da gibt es ein paar Anregungen, wie man es vielleicht bauen kann, was die Box noch sonst so kann, wie es in der Praxis funktioniert. Also einfach mal auf phonybox.de, wer es nachbauen möchte und da erstmal so den Einstieg finden. Da findet man dann auch direkt zu dem GitHub-Projekt von Mixfloor. Sehr, sehr einfach und übersichtlich gestaltet. Und dann geht es im Prinzip schon in den Bau. Also die Software wird einfach aufgespielt auf den Pi. Und dann ist hier alles verkabelt so, dass eine Powerbank dabei ist, dass der RFID-Reader dabei ist, ein kleines Lämpchen für den Betrieb und kleiner Lautstärkeregler plus die Boxen, Stereo-Boxen. Hier sind jetzt noch so Dummy-Buttons dran für An, Aus, nächster Track, letzter Track und Pause. Und das war es im Prinzip schon. Mehr ist es gar nicht. Und dann ging es an die Boxgestaltung, sprich das Einzeichnen der jeweiligen Buttons und für die Lautsprecher etc., dass die kleinen Arcade-Buttons, die sich sehr schön drücken lassen, gut einfügen. Die Kids konnten dann hier die kleinen Pünktchen malen für das Bohren von den Lautsprecherlöchern. Haben also auch ein bisschen mitgewirkt. Ja, und dann ging es im Prinzip schon ans Bohren.
immer noch mal ein bisschen nachbessern, Knöpfe einpassen, dass es passt, weil ich hatte keine Fräse, die groß genug war. Aber ansonsten passt das. Außen alles, die rückseitige ist ein bisschen weit ausgeschnitten, aber am Ende tut es das auch. Unten der kleine Ausschnitt noch für die Powerbank, die LED-Anzeige. So, erster Funktionstest war dann auch erfolgreich. Und dann rein damit. Für die Button-Anordnung habe ich hier die unterste auf dem GitHub-Projekt genommen, entsprechend der Anordnung unten, wie die Buttons sind, und habe dann nur noch im Bootscript eingefügt, dass er mir das LED-Lämpchen quasi vorne dann anzeigt mit dieser Zeile. Das waren so eigentlich die einzigen Anpassungen. Dann unten die Powerbank, obendrauf den Pi, sodass man die Status-LED außen sieht. Die habe ich nicht nach draußen gelegt, habe da ein kleines Loch reingemacht, bisschen Heißkleber dran. Buttons verkabelt entsprechend der Vorgaben, also die GPIO-Vorgaben vom Pi. Das im Script dann noch angepasst und habe es mir ein bisschen einfacher gemacht und habe nicht gelötet, sondern ja, ein bisschen gefriemelt, also dass es hält und auch ein bisschen Erschütterungen aushält und auch nicht irgendwie abbricht oder so. Zumal Lötzinn nicht so gut funktionierte, weil es leicht abgeht. Ja, die LEDs noch dran geklebt und im Prinzip, bis auf die Lautsprecher und die Lautstärkeregelung, war es das dann. Die kamen zum Schluss dran, hatte unten noch so einen kleinen Schlitz als Notfall, falls man doch mal an die Karte dran will. Die kann man dann da rausziehen. Bisschen viel Friemelei mit den Kabeln, ich habe es auch nicht sonderlich ordentlich gemacht. RFID-Reader kommt dann in den Deckel rein und dann funktionierte das im Prinzip. Lautstärkeregelung funktioniert auch, habe ich nicht über GPIO gemacht, sondern einfach die von den Boxen genommen. Also alles ganz, ganz simpel. Und so, da funktioniert dann die Statusanzeige, scheint wunderbar durch, das reicht völlig aus. Speicher-LED auch. Und das war's. Da war die Box fertig. Deckel noch zugeklebt, dass er nicht so einfach aufgeht. Und dann an die Kids. Ja. Nur Achtung, wenn man sie einmal weggegeben hat, kommt sie so schnell nicht wieder, dann ist sie weg. Also die wollte sie nicht mehr hergeben. Fix, hast alles getragen. Müssen wir noch einen Griff dran machen, oder? Machen wir noch einen Griff dran. Tschüss. Viel Spaß beim Nachbauen.